Willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr seht schon im Hintergrund heute das Thema Produktkennzeichnungen, Produktsicherheit, Produktzertifikate. Also all das ganze Thema drumherum, wenn ihr aus China Ware importieren möchtet in die EU, was müsst ihr beachten, um sich keine Probleme zu machen? Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, Produktimporte. Es ist super wichtig, sich damit zu beschäftigen, denn Produktkennzeichnungen sowie Sicherheiten und Zertifikate sind sehr wichtig, ein sehr komplexes Thema auch, aber dennoch sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allem, wenn man ein Produkt aus China importieren möchte, mit seinem eigenen Private Label versehen möchte und dieses hier auf den Markt bringen möchte, sollte man sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, denn es können viele große Fehler passieren, die euch sehr viel Geld und sehr viel Nerven kosten werden. Deshalb ist es wichtig, sich damit sehr, sehr gut vor, bevor man Waren aus China importiert, zu befassen. Und ich habe euch für euch hier eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich euch zeigen möchte. Jedoch möchte ich dennoch sagen, ich bin kein Fachmann dafür. Ich habe nur das niedergeschrieben, was ich selbst weiß, und einige Informationen habe ich mir aus dem Internet geholt. Dennoch erfüllt das nicht unbedingt die Richtigkeit und sowieso nicht die Vollständigkeit. Denn dieses Thema ist sehr umfangreich und wird hier in einem Video gar nicht machbar sein. Und deshalb sollte sich jeder hier damit beschäftigen, wenn er denn ein Produkt plant, aus China zu importieren und hier weiter zu verkaufen. Dennoch hoffe ich, dass ich mit diesem Video vielen weiterhelfen kann und eventuell ein gewisses Wissen vermitteln kann, was bis jetzt noch nicht da gewesen ist. Fangen wir einfach mal an mit der Präsentation. Ich habe das Ganze wie folgt gegliedert. Und zwar haben wir hier einmal die Kennzeichnung, Sicherheit und Zertifikate. Bei der Produktkennzeichnung, was sind überhaupt Kennzeichen? Ist mein Produkt Kennzeichen pflichtig? Worauf muss ich achten? Genauso aber auch bei der Produktsicherheit. Welche Produkte betrifft das? Wo bekomme ich Prüfsiegel und so weiter? Und Zertifikate. Was sind überhaupt Zertifikate? Braucht mein Produkt ein Zertifikat? Das soll hier das Thema sein. Ich möchte aber zwischendurch sagen, ich habe euch einige Informationen unten in die Beschreibung gepackt und werde euch auch am Ende dieses Videos unter der Präsentation erläutern, wo ihr auf jeden Fall sichere Hilfe bekommt, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringen möchtet und aus China importieren möchtet, worauf ihr dann da definitiv zu achten habt. Beginnen wir einfach mal mit den Produktkennzeichen. Was sind denn Produktkennzeichen? Produktkennzeichen sind Informationen für eine Ware für den Endverbraucher im Grunde genommen. Jeder weiß es. Hier zum Beispiel ein Produkt, was ich hier habe, eine Festplatte. Und auf der Verpackung sind schon mal wesentliche Informationen drauf, wie das Produktbild, Produktname bzw. der Herstellername, das Brand und eventuelle Informationen zu dem Modell. Dann haben wir an den Seiten hier einige Informationen, und zwar Seriennummern haben wir hier stehen. Wir haben eventuell noch Angaben, wie viel Kapazität hat das bei diesem Produkt. Und wie gesagt, jedes Produkt ist sehr individuell und muss auch so behandelt werden. Und auf der Rückseite, auch hier sehen wir, wir haben hier ganz viele von den Prüfzeichen, die die meisten kennen und schon mal irgendwo gesehen haben. Und zwar haben die hier sehr viele Prüfzeichen direkt draufgepackt, weil die halt auch alle Länder versuchen damit abzudecken, wo das Ganze, wie gesagt, Pflicht ist. Und was wir hier auch noch haben, sind die Herstellerangaben, wo wird das Ganze produziert. Und wir haben hier nochmal eine Erläuterung in allen Sprachen, detaillierte Informationen zur Garantie und Produkte, siehe auf der Internetseite. Ja. Und im Grunde genommen, wenn du planst, ein Produkt auf den Markt zu bringen, richte dich schon an die, die auf dem Markt sehr etabliert sind. Ja? Das heißt, die schon sich einen Namen gemacht haben, die machen in der Regel sehr wenig falsch. Und wenn du ein ähnliches Produkt importieren möchtest und das auf den Markt bringen möchtest, dann schau einfach schon mal an, wie macht es die Konkurrenz.
Und dann kannst du eigentlich auch nicht viel falsch machen. Kommen wir zurück zu der Präsentation. Wir haben hier, wie gesagt, Angaben zum Hersteller und Importeur, der in dem Falle ihr seid. Das sind Pflichtangaben, ganz wichtig. Dann den Produktnamen, Modellkennzeichen, da auch zum Beispiel eine Chargennummer wäre auch angebracht, denn im schlimmsten Falle kann eine Rückrufaktion stattfinden. Das heißt, ein Produkt hat einen Fehler, dann wird nur diese Charge davon belastet und nicht die ganze, alle Produkte, die bislang verkauft worden sind. Also sowas auch ganz wichtig. Aber dazu soll es gar nicht erst kommen. Und damit möchte man das Ganze ja vermeiden. Genauso kommt auf die Verpackung das Produktbild und die Produkteigenschaften. So, hier sehen wir noch mal ein paar Warnhinweise, die auf ein Produkt als Kennzeichnung drauf müssen. Das CE-Kennzeichen muss quasi fast auf jedes Produkt, aber manche Produkte darf es zum Beispiel auch nicht. Auch hier muss man dann unterscheiden, dass gewisse Kennzeichen wie CE zum Beispiel irgendwo unbedingt drauf muss, also gesetzlich vorgeschrieben, woanders wiederum nicht. Dann dürfen zwei Warnhinweise oder Kennzeichen nicht zusammen dastehen. Das macht eine Verwirrung, also dass ein Kennzeichen hebt das andere quasi auf. Also es sind sehr, sehr viele irreführende Sachen, die hier teilweise auf dem Markt sich bewegen und dementsprechend müsst ihr das Ganze auch professionell behandeln. Also es ist nicht so, dass man sich da selber was einliest und dann kurz macht, macht das professionell. Am Ende habe ich für euch, wie gesagt, einen Kontakt, wo ihr das Ganze tatsächlich auch so weit bekommt. Also wir sehen es hier bestimmt für den einen oder anderen bekannte Zeichen mit dabei. So, Kennzeichnungspflicht. Jedes Produkt ist kennzeichnungspflichtig. Was da drauf kommt, ist natürlich variabel, aber dennoch erstmal Kennzeichnungspflicht. Die Produkte, die ihr aus China importiert, sind vom Hersteller in der Regel erstmal komplett blanko. Da steht gar nichts drauf, da klebt nichts drauf, gar nichts. Deswegen ist es wichtig, dass ihr hier euch damit beschäftigt und dem Importeur schon mal sagt bzw. fragt, ob er denn weiß, welche Vorschriften, welche Kennzeichnungspflichten hier für Deutschland gelten. Wenn er da schon mal nicht wirklich genau Bescheid weiß, dann würde ich auch die Finger davon lassen. Professionelle Lieferanten wissen meistens schon Bescheid, die geben dann auch direkt Beispiele, was die machen können und so weiter und so fort. Da, wie gesagt, auch ein Indiz darauf, ob der Hersteller gut ist oder nicht gut ist. Des Weiteren, Kennzeichnung kann je nach Produkt individuell sein, wie schon gesagt, und ist gesetzlich vorgeschrieben. Worauf muss ich achten? Pflichtangaben müssen auf die Verpackung sowie aber auch auf das Produkt. Wie ich das gerade eben gezeigt habe, gewissermaßen müssen manche Kennzeichen auf die Verpackung sowohl aber auch auf das Produkt, aber manchmal müssen auf dem Produkt mehr Kennzeichen dann vertreten sein, die auf der Verpackung nicht sein müssen. Ja, auch da wieder sehr, sehr problematisch. Warnhinweise richtig anbringen. Das heißt, die Warnhinweise, wie hier zum Beispiel, die dürfen nicht einfach irgendwie wegwischbar sein oder wie auch immer, am besten bedruckt oder mit vernünftigen Etiketts beklebt. Also die müssen dauerhaft sichtbar und lesbar sein. Auch hier ist das Ganze so, dass gewisse Kennzeichen bestimmte Mindestgrößen haben müssen, damit die überhaupt lesbar sind. Weil ab einer gewissen Größe ist es nicht lesbar. Bei bestimmten Produkten wird ein Kennzeichen nicht drauf gemacht, weil das Produkt vielleicht einfach viel zu klein ist. Da ist es meistens so, dass man dann auf der Verpackung, wo das Produkt drin ist, das Ganze kennzeichnet. Ja, und unnötige Kennzeichen dürfen nicht angebracht werden, wie schon gesagt. Manche heben sich auf und andere wiederum dürfen gar nicht erst angebracht werden, weil sie mit diesem Produkt gar nichts zu tun haben. Da auch, wie gesagt, drauf achten. Anspruchsvolle Produkte sind zum Beispiel Elektroprodukte, die gewissen Sondernormen noch ausgesetzt sind. Da muss zum Beispiel die Spannung draufstehen, welche elektrischen, also verschiedene elektrische Angaben. Dann Produkte,
die in Verbindung mit Lebensmitteln stehen, ja. Da muss man auch dann aufpassen, weil hier kann es tatsächlich zu Komplikationen geben, weil nicht alle, ja, Kunststoffprodukte sind Lebensmittel geeignet oder werden nicht nach den Standards für die EU oder Deutschland hergestellt. Dementsprechend auch hier ganz stark aufpassen. Spielzeug sowieso und Produkte für Säuglinge auch. Ja, da sind gewisse Sachen, wo ganz schnell mal Fehler passieren kann, wo der Endkunde oder so ein Kind bei einem Spielzeug Schaden nehmen kann, Dinge verschluckt oder was auch immer. Also ganz böse Dinge können da passieren. Deshalb wirklich entweder mit Profis arbeiten oder ganzen Bogen um diese Produkte machen, weil hier ist es wirklich sehr, sehr schwer auch alles einzudecken und einzugrenzen. Dementsprechend passt hier einfach mal auf, weil wenn es schief geht, dann geht es richtig schief und dann seid ihr im schlimmsten Falle voll haftbar für das Ganze. So, Produktsicherheit, Produktbeschaffenheit. Also es kommt sehr stark auf die Materialien auch an und die Inhaltsstoffe, die das Produkt hat, weil ich sag mal so eine Handyhülle, die muss aus gewissen schadstofffreien Materialien hergestellt sein. Meistens ist das Gummi, wenn das irgendwelche Dämpfe abgibt oder sagen wir mal so, man fässt da mit der Hand drauf und das erzeugt irgendwelche Krankheiten, im schlimmsten Falle krebserregend und so weiter. Da muss man dann auch aufpassen. Und dafür gibt es gewisse Zertifikate, wozu wir auch noch später kommen, wo man das Ganze prüfen lassen kann, ob diese Materialien schadstoffbelastet sind oder nicht. Auch das ist wichtig. So Produkte, die eine hohe Belastbarkeit haben, da auch muss man aufpassen. Da sind zum Beispiel ja, Prüfzeichen, Prüfsiegel notwendig. Das ist genau der Punkt, Prüfsiegel erhalten. Wo bekommt man so ein Prüfsiegel? Diese werden nur von zugelassenen Stellen wie dem TÜV zum Beispiel ausgestellt. Das Ganze muss in einem Labor geprüft werden, also zum Beispiel Stühle, Tische und so weiter müssen nicht unbedingt, also das sind freiwillige Dinge, jedoch kann so ein Stuhl zum Beispiel brechen. Und dann fällt der Kunde und verletzt sich dabei und schon hat man hier, wie gesagt, den Ärger. Und wenn man dann kein Zertifikat oder so ein Prüfsiegel hatte, wo es vorher schon getestet wurde, dann hat man da schlechte Karten im Streitfall. So, und natürlich dürfen diese Prüfsiegel nicht einfach so auf das Produkt bedruckt werden, sondern dürfen nur mit dem dementsprechend ausgestellten Zertifikat verwendet werden. Ja, und dann kommen wir auch direkt zu den Zertifikaten. Also Zertifikate werden ausgestellt von TÜV, von Laboren, die dafür zuständig sind, die zum Beispiel Materialien und die Produktbeschaffenheit prüfen. Und dann enthält so ein Zertifikat Angaben zum Produkt. Es beschreibt die Produktbeschaffenheit, wie es hier schon steht, und die Inhaltsstoffe. Und Zertifikate sind nicht vorgeschrieben, aber im schlimmsten Fall sehr nützlich. Wie schon gesagt, wenn es dann zum Streitfall kommt und das Ganze gerichtlich und rechtlich, dann seid ihr da auf der sicheren Seite, wenn ihr sagt, ich habe das Produkt vorher prüfen lassen. Das war es im Großen und Ganzen. Also, ich möchte euch damit natürlich nicht abschrecken, solche Produkte überhaupt in Angriff zu nehmen. Also heißt zu importieren aus China hier in die EU. Denn es funktioniert definitiv. Da gibt es auch verschiedene Stellen, die da einem bei helfen, wo ich hier gerade schon bin. Und zwar Produkt-IP. Schauen wir uns kurz Produkt-IP an. Die Seite Produkt-IP ist mir so die einzig bekannte Seite, wo ihr tatsächlich Informationen bekommt und zwar wirklich sehr gute Informationen, was Produktkennzeichnung angeht. Also ihr bekommt so eine Produktanforderungscheckliste, wo ihr dann direkt wisst, was benötigt euer Produkt, was ihr auf den Markt bringen möchtet.
Und die haben hier super viele Informationen. Ihr könnt das Ganze einfach mal selbst anschauen. Ich packe es unten in die Beschreibung. Und wir sehen hier, die erklären auch viele Vorschriften. Was die auch noch bieten, ist zum Beispiel auch so ein Bildungskurs, also so Webinare, wo die zeigen zu gewissen, zum Beispiel Spielwarensicherheit, Risikobewertung und so weiter, zum Beispiel auch Materialien, die mit Nahrungsmitteln in Verbindung kommen. Solche Sachen, das zeigen die alles hier und dementsprechend haben die auch sehr viel Wissen. Die sind schon länger auf dem Markt, haben hier über 150.000 Produkte schon auf den Markt gebracht. Über 20.000 Anwender nutzen diese und haben ein Produktkategorie-Sortiment von über 5.000. Dementsprechend haben die hier ein gewisses Fachwissen schon aufgebaut. So eine Produktanforderungscheckliste bekommt ihr innerhalb von 5 Minuten ausgestellt. Dementsprechend geht das Ganze ruckzuck und ihr bekommt, wie gesagt, schon mal eine Einsicht, was euer Produkt für Kennzeichen und so weiter benötigt. Und hier seht ihr auch die Preise, ihr seht hier die Pakete, was das Ganze beinhaltet. Und ich meine, das sind so um die 80 €, was das kostet, um solche Anforderungen sich einmal zusammenstellen zu lassen. Und ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Seite. Dementsprechend könnt ihr hier Kontakt aufnehmen, einmal schildern, was ihr vorhabt und dann bekommt ihr direkt die Informationen. Soweit, so gut. Das sind so meine Angaben. Ich packe euch, wie gesagt, die Seite unten in die Beschreibung, auch ein paar andere Informationen, damit ihr ungefähr euch informieren könnt, was euer Produkt angeht und so weiter. Und ich freue mich, wenn dir das Video hilfreich war. Dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Solltest du weitere solche Videos sehen wollen, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Falls du noch Fragen hast, nutze gerne die Kommentarfunktion, dann beantworte ich das Ganze so schnell wie möglich, soweit ich das natürlich auch weiß. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Mal. Ciao.